Eine russische Aktie, beziehungsweise die Aktie von einem Konzern, der hauptsächlich in Russland tätig ist und die tatsächlich auch noch handelbar ist und die aber natürlich jetzt auch so stark gefallen ist, dass wir da jetzt theoretisch im Moment nur ein KGV hätten von ungefähr 1 und eine Dividendenrendite von über 40%. Kann sowas gut gehen? Ist das eine Chance? Wo sind die Risiken und wo stehen wir da gerade? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Börsen und der Ukraine-Krieg. Man hat den Eindruck, dass die Börsen sich zwar viel beschäftigen mit den wirtschaftlichen Folgen von diesem Krieg, dass sie sich aber mit dem Krieg an sich eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Also der läuft eben weiter vor sich hin. Und dabei wird vergessen aber, dass es militärisch und politisch da immer noch Eskalationspotenzial gibt. Wir sind ja auf jeden Fall schon mal Kriegspartei in einem Wirtschaftskrieg. Und wir beliefern auch schon eine der Kriegsparteien mit Waffen. Die Bundesregierung, die hat ja jetzt nach einigen Zögern diese Liste veröffentlicht mit ihren militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht besonders beeindruckend aussieht, was da alles drauf ist. Das ist ja in manchen Haushalten in Ostdeutschland schon die Privatkeller-Grundausstattung, was wir da haben. Aber wie auch immer. Alles, was mit Russland zu tun hat, das ist grundsätzlich unkalkulierbar im Moment und davon können viele Russlandanleger auch ein Lied singen, ein sehr trauriges Lied. Und darum ist dieses Video jetzt auch wieder mal eins von denen, wo ich mich schon gefragt habe im Vorfeld, soll ich das wirklich machen? Ist das hier vertretbar, was ich hier mache? Weil man ja möglicherweise Zuschauer auf Ideen bringt damit, die sie vielleicht lieber doch nicht haben sollten. Es geht also heute um eine spekulative Aktie, sehr spekulativ, nur ich habe das Fass leider sowieso schon aufgemacht. Ich habe im März schon einen Beitrag gemacht über die wenigen Russland-Aktien, die eben noch handelbar sind, darunter eben auch diese Aktie. Und es ist seitdem auch die Aktie, zu der ich mit Abstand die meisten Anfragen und Zuschriften bekomme. Polymetal International. Insofern, das Kind ist eben auch schon im Brunnen, jetzt sowieso, die Suppe muss ausgelöffelt werden und es ist jetzt auf jeden Fall mal ein Update fällig. Polymetal betreibt 8 Gold- und Silberminen in Russland und in Kasachstan. Und es ist auch nicht irgendeine Minenbude, sondern es ist einer von den 10 größten Goldproduzenten weltweit mit einer Produktion im letzten Jahr von fast 1,7 Millionen Gold- und Goldäquivalent. Und auch mit einer steigenden Produktion, mit steigenden Reserven, mit überdurchschnittlich hohen Goldgraden und einem operativen Cashflow letztes Jahr von 1,2 Milliarden Dollar. Also alles, was das Herz begehrt. Aber dann war natürlich Ukraine-Krieg und die Aktie ist eben angesichts der Sorgen, die man sich da natürlich zurecht gemacht hat, eingebrochen. Das ist der Chart auf 2 Jahre im britischen Pfund im August 2020. Da war sie noch bei über 20. Das war auch damals das Allzeithoch beim Goldpreis. Und anschließend der Rückgang, der war noch relativ normal im Goldsektor. Und dann aber natürlich der Einbruch im Februar zum Ukraine-Krieg auf nur noch 90 Pence. Anschließend eine gewisse Erholung, die jetzt aber auch schon wieder ziemlich abgebröckelt ist, weil man sich natürlich nach wie vor Sorgen macht, wie es hier denn jetzt weitergehen soll. Sie notiert jetzt also 90% unter ihrem Höchststand von vor 2 Jahren und wie schon mal gesagt hier, die Aktie war ja auch vor dem Ukraine-Krieg schon günstig mit einer Dividendenrendite zum Beispiel von über 8% damals. Nur jetzt ist sie natürlich noch viel günstiger. Und wenn man davon ausgehen würde, dass das da irgendwann mal wieder normal läuft, dann hätten wir da auf der Basis vom letzten Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis nur noch von 1,2 und eine Dividendenrendite von 42%, Stand gestern.
Es ist ein Wunder, dass die Aktie überhaupt noch handelbar ist. Zumindest in London ist sie das. Sie wissen ja, es ist so gut wie alles, was mit Russland zu tun hat, vom Handel ausgesetzt worden, schon im März. Ohne Not übrigens, weil auf Basis der Sanktionen, da gab es für die Börsen im März keine Notwendigkeit dafür in allermeisten Fällen. Und dass Polymetal noch da ist, das ist wahrscheinlich dem zu verdanken, dass es eben kein russisches Unternehmen ist, sondern es hat seinen Sitz auf Zypern, ist inkorporiert auf Jersey, ist direkt gelistet in London, ist damit also auch eine Originalaktie und kein ADR von einem russischen Unternehmen, womit die Anleger ja zurzeit sehr viel Ärger haben. Ich berichte darüber ja auch laufend. Im Moment ist es so, das sechste Sanktionspaket der EU, das macht diesen Tausch der ADRs in Originalaktien, was die russische Regierung ja fordert, im Moment unmöglich. Aber anscheinend ist die russische Notenbank noch dran an ihrem Vorhaben, dass sie diesen Eintausch jetzt eben doch ermöglichen will, ohne Rückgriff auf westliche Finanzinfrastruktur. Man darf gespannt sein. Wir haben da bis jetzt noch nicht wirklich Details, beziehungsweise ich habe sie nicht. Ich weiß es nur aus russischen Zeitungsartikeln bis dato und warte da eben auch noch auf Stellungnahmen von der russischen Notenbank und auch von den ADR-Sponsorbanken in den USA. Aber wenn Sie da betroffen sind davon, wenn Sie das verfolgen müssen, ich behalte es hier auf dem Kanal auch im Auge eben, einfach diesen Kanal abonnieren, zusätzlich die Glocke drücken, dann sehen Sie nämlich auch, wenn entsprechende Videos dazu dann da sind und verpassen dann nichts und müssen diese Videos auch nicht suchen. Es ist natürlich kein schönes Thema, völlig klar, aber wenn man betroffen ist, ist es natürlich schon wichtig. Wie gesagt, Polymetal sind in London handelbar, in Deutschland sind sie das nicht mehr. Das ist schon merkwürdig genug, weil ja zum Beispiel die Aktie von Petropawlowsk, wo der Fall ganz ähnlich ist, also auch ein in Russland tätiger Goldproduzent aus London, die ist in Frankfurt schon noch handelbar. Das wirkt also alles etwas willkürlich im Moment. Und es gibt aber Leser, die sagen, ich kann Polymetal auch in London nicht handeln. Nur das liegt dann an ihrem Broker. Die Aktie an sich wird jeden Tag in London ganz normal gehandelt, auch mit anständigen Umsätzen. Und es gibt eine russische Gruppe, die kontrolliert 24% dieser Aktien. Das ist also ein Minderheitsanteil. Das meiste, nämlich ungefähr 75%, sind Streubesitz. Und ein wichtiger Aktionär ist zum Beispiel BlackRock. Die haben direkt nach der russischen Invasion in der Ukraine da sogar stark zugekauft, sind dann aber wieder zurückgerudert wegen den Protesten natürlich. Und die halten jetzt noch 9,9%. Und die Story ist ja, wie schon gesagt, auch wenn alles, was die haben in Russland, wenn das wirklich untergehen sollte jetzt und morgen weg ist, aber 43% vom operativen Gewinn und 48% vom Nettogewinn, die sind letztes Jahr ja schon aus Kasachstan gekommen, vor allem aus der Mine Kyzyl mit 8,9 Millionen Unzen an Reserven zurzeit, mit Cashkosten von 477 Dollar pro Unze und mit einer Minenlebensdauer bis 2050. Und wenn man wirklich nur noch das hätte in Kasachstan, was dann schon bitter wäre, aber auch dann wäre der aktuelle Börsenwert von 1,1 Milliarden Dollar natürlich viel zu niedrig. Die Aktie ist aber trotzdem wieder gefallen, eben weil man sich fragt, wie soll das jetzt weitergehen. Also zum Beispiel Thema Wirtschaftsprüfer, großes Drama. Viele Wirtschaftsprüfer hier im Westen, die prüfen jetzt nichts mehr in Russland oder aus Russland. Und Polymetal hat darum seinen Wirtschaftsprüfer verloren im April. Und da stand dann natürlich im Raum, naja, kein Prüfer, keine gültigen Abschlüsse, dann können sie auch irgendwann mal nicht mehr an der Börse sein. Und letzte Woche haben sie dann aber doch wieder einen gefunden, eine Tochter von Baker Tilly International. Die prüft jetzt zusammen mit der früheren Russland-Tochter von Deloitte, dem früheren Prüfer. Und das sind natürlich eben so die Probleme, die man da jetzt hat.
Dann die Dividende. Abschlussdividende für 2021 52 Cent je Aktie. Allein das wären schon 17,3% vom Aktienkurs. Ist auch fest zugesichert, steckt aber fest wegen der Sanktionen. Und zwar nicht, weil man das Geld nicht aus Russland rausbringt, sondern da ist es genau umgekehrt. Sie haben eben auch russische Aktionäre und kriegen das Geld aber zu denen nicht hin. Und darum kriegt erstmal auch keiner was. Das ist also alles erstmal jetzt gestundet. Und dann natürlich auch die ganz, ganz große Frage, wie läuft das denn jetzt operativ so in Russland noch? Also funktioniert das alles noch mit den ganzen Sanktionen und Gegensanktionen oder bricht da jetzt alles schon langsam zusammen? Und dazu gab es letzten Donnerstag aber ein Update und das war erstaunlich gut. Klar, also es hat erstmal Probleme gegeben mit dem Goldverkauf. Das war am schlimmsten im April und im Mai. Jetzt läuft es da aber wieder deutlich besser. Und sie verkaufen eben auch nicht an russische Banken oder an die russische Notenbank, sondern sie verkaufen hauptsächlich an Kunden in Asien. Und sie haben natürlich außerdem ihre Erschließungsprogramme und Entwicklungsprogramme in Russland größtenteils mal gestoppt, jetzt auch wegen der Unsicherheit. Aber an sich ist wirklich alles noch im Rahmen und sie haben sogar ihre Produktionsprognose für 2022 von 1,7 Millionen Unzen nochmal bekräftigt. Also Business as usual, kann man sagen, in Ostsibirien. Das ist sehr positiv. Was wir jetzt noch haben an Risiken, das ist eine Nettoverschuldung von 2,3 Milliarden Dollar, ist an sich nicht das große Problem. Es ist nur das 1,3-fache vom letzten bereinigten operativen Gewinn. Sie brauchen jetzt aber eben Liquidität und Betriebskapital und zwar immer jetzt direkt vor Ort. Und das kann natürlich schon schwieriger werden, weil die Geldgeber sind in der Lage natürlich auch vorsichtig geworden. Ich gehe aber davon aus, dass sie auch das schaffen. Und damit ist und bleibt das Hauptrisiko für die Anleger, was kommen für neue Sanktionen und was passiert mit den Aktien. Und das ist einfach der Punkt natürlich, weil die Welt ist da immer noch völlig unberechenbar. Noch ist die Aktie da in London anders als vieles andere. Aber mit vielen von den Handelsaussetzungen, das wirkte ja bis jetzt schon einfach willkürlich, sodass man sich immer die Sorge machen muss, dass sie irgendwann mal nicht mehr da ist. Und dann hat man eben da auch wieder die gleichen Probleme, die man jetzt schon hat, vielleicht mit seinen ADRs, wo man dann eben auch jahrelang nicht weiß, eigentlich möglicherweise, wie es dann weitergehen soll. Und wenn man dann nachfragt, warum die jetzt auch nicht mehr handelbar sind und warum das denn jetzt alles so sein muss, dann gibt es wahrscheinlich auch wieder nur ein Schulterzucken und es heißt dann, naja, Russland halt. Und es gibt aber das Missverständnis auch bei vielen Anlegern hier, dass diese nicht mehr Handelbarkeit von den russischen Aktien, dass das damit was zu tun hat, dass das ADRs waren. Und man hört darum jetzt auch oft, ADRs nie wieder. Man muss sich aber schon klar darüber sein, dass das, wenn das Originalaktien gewesen wäre, dass das genauso passiert wäre. Bestes Beispiel Yandex, der russische Internetkonzern. Das waren keine ADRs, die sind aber trotzdem auch nicht mehr handelbar. Und auf der anderen Seite auch so hochpopuläre Aktien wie zum Beispiel BioNTech aus dem schönen Mainz. Auch das sind ADRs. Trotzdem sagt keiner, die sind brandgefährlich. Oder wenn er das sagt, dann nicht aus dem Grund. Polymetal hat Ende April mitgeteilt, sie denken darüber nach, dass sie sich aufspalten in zwei Gesellschaften, eine russische und eine eben mit den Kasachstan-Minen. Und in ein paar Wochen soll es dazu auch ein Update geben. Sie haben es allerdings jetzt letzte Woche nicht mehr erwähnt, großartig den Plan. Ich glaube aber trotzdem, es wird am Ende drauf rauslaufen müssen. Abspaltung oder Verkauf von den russischen Minen. Alles andere in der Lage zurzeit, das ist einfach keine Lösung und ist auch keine Basis für das Unternehmen und für die Aktionäre. Und dass ein Verkauf von solchen Minen in Russland funktionieren kann, das zeigt das Beispiel Kinross. Die haben ihre beiden Russland-Minen verkauft jetzt für 340 Millionen Dollar. Zwei sehr gute Minen, war auch wahrscheinlich deutlich unter Wert, aber es geht. Und man kriegt das Geld auch aus Russland raus.
Und es gibt mit Sicherheit eben auch Interessenten in Russland für die Minen jetzt von Polymetal. Und ich gehe davon aus auch, dass wenn es zu so einem Verkauf kommt oder zu irgendeiner Art von Abspaltung, dass das am Markt schon honoriert wird, dann mit einem deutlichen Kursanstieg, weil dann ist eben die Unsicherheit auch deutlich niedriger und der Markt, der misst diesem Russland-Geschäft ja jetzt schon eigentlich keinerlei Wert mehr bei. Ob es natürlich dann auch wirklich so kommt, das weiß ich auch nicht, ist völlig klar. Also wir haben schon im Prinzip also die Chance auf einen hohen Kursgewinn in den nächsten Monaten und im Idealfall wäre es dann natürlich am besten sogar so, dass der, der jetzt kauft, eben auch enorme Dividendenrenditen dann einstreichen könnte in der Zukunft, also nicht die genannten 40% sicherlich, aber doch sehr wahrscheinlich dann im zweistelligen Prozentbereich. Nur die Aktie muss es eben bis dahin auch schaffen. Und wovon ich die Finger lassen würde, das sind die in Deutschland handelbaren Polymetal ADRs. Das gibt es nämlich auch noch und die beziehen sich aber auf die ADRs in USA und die sind da aber Mitte Juni schon ausgesetzt worden und krebsen da jetzt im OTC-Handel rum. Ist natürlich wieder mal völlig schleierhaft, warum ausgerechnet diese ADRs jetzt in Frankfurt noch handelbar sind, aber nicht die in London regulär handelbare Originalaktie. Aber nicht denken, nicht fragen, das ist die deutsche Börse und ihre Spezialisten da. So oder so, es ist eine spannende Aktie, aber wie gesagt, es ist eben einfach auch ein Hochrisiko-Investment, wo jeder, der das macht, sich auch klar darüber sein muss, dass das Geld dann eben auch weg sein kann oder zumindest erstmal weg sein kann. Und dass ich solche riskanten Aktien hier trotzdem bespreche immer wieder mal, das haben sie sich natürlich auch selber zuzuschreiben. Letzte Woche, da habe ich zum Beispiel die Fufeng Group besprochen. Meiner Meinung nach, jetzt mal abgesehen davon, dass sie in China aus der zweiten Reihe kommt, und ist es eigentlich ein eher konservativer Wert. Und einen Tag später hat es dann sogar auch gleich eine sogenannte positive Gewinnwarnung gegeben. Fufeng hat dann gemeldet, dass der Gewinn im ersten Halbjahr nochmal um mindestens 100% gestiegen ist. Also auch sehr erfreulich. Und daraufhin hat dann ein Zuschauer eben auch geschrieben, nur um 15% gestiegen seit der gestrigen Empfehlung. Da muss ich ja noch ewig warten auf meine erste Milliarde. Strengen Sie sich bitte mehr an. Herzlichen Dank und das ist auch absolut die richtige Haltung, würde ich sagen. Aber um das zu schaffen, da braucht man natürlich auch ab und zu mal Aktien einfach wie Polymetal. Und zu diesen anderen russischen Aktien, die auch noch handelbar sind im Moment. Petropavlovsk habe ich ja schon erwähnt, dann gibt es aber auch noch Vion, früher Wimpelkom und Rusal. Dazu, zu diesen Aktien, dazu haben sie letzte Woche von uns einen Zukunftsmärkte-Report bekommen. Die Reports von uns sind auch gratis, jeder kann sie lesen. Und diesen Report, den finden sie jetzt eben bei uns auch im Archiv, wenn sie das interessiert. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen, wenn sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Ich streng mich hier weiter an, ich arbeite hart an unser allererster Milliarde. Vielleicht kriegen wir ja auch ein bisschen Unterstützung und Rückenwind durch eine kleine Hyperinflation da. Und wie versprochen auch das Thema Russland und Russland-ADRs, auch das werde ich im Auge behalten und freue mich natürlich, wenn Sie das auch hier weiterverfolgen in Zukunft als Kanalabonnent. Und die nächsten Aktien, die ich hier mache, die werden dann garantiert auch wieder ein bisschen weniger spekulativ. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.